Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Prince of Persia. Es geht wieder weiter und wir sind hier auf dem Scheißturm. Oh, schon wieder! Yep. Schon wieder. Schätze mal, da müssen wir runter. Ich hab gedacht, wir müssen hier irgendwann nochmal hoch, wenn wir alle gekämpft haben. Momentan ist hier kein Problem. So, und da müssen wir nicht lang. Da hinten müssen wir hin. Stimmt das? Ja, das stimmt. Da gehen wir hier mal gucken, was es hier so gibt. Ups, danke, doch, Leute. Los geht's! Da haben wir schon wieder böses Gebiet. Ja, ja. Was gibt es da immer noch? Ruhig gereicht. Wie soll man da genau rüber? Da muss man extrem blöde springen. So. Hier hoch, danke. So. Los geht's. Das ist Alchemist, das Gebiet. Das fruchtbare Gebiet ist unten im Wasserspeicher. Ihr habt das Gebiet am Boden eines Reservoirs platziert? Wie wäre es mit ein paar tausend Eimern voll Dunkelheit? Ich glaube, das ist der Plan des Alchemisten. Diese Platte da drüben führt sicher nach unten. Hoffentlich habt ihr gute Nerven. Wenn ich jetzt in Dunkelheit schwimmen gehen muss, nun, ich habe keine Badehose dabei. Schlimm. Sehr schlimm. Das ist ein bisschen was aggressiver, ja. Und ein bisschen Lag verursacht. Ich frage mich, was der Alchemist damit vorhat. Vielleicht will er Fische züchten. Ich meine, auch durchgeknallte Verdammte brauchen ein Hobby. Bereit für die nächste Platte? Ich sehe immer noch nicht, wo wir hinwollen. Keine Spur vom Alchemisten. Aber deswegen nichts mehr sagen. Auf Ormas Spuren! Das ist irre! Ja, ein bisschen lag ist in dem schon. Los geht's! Aber hey, was soll ich bloß machen? Es ist mein scheiß Computer, der das alles macht. Besser gesagt mein Laptop. Auf die Kante achten! Ich bin ein bisschen sehr früh gesprungen. Danke! Haben wir es bald mal? Haben wir es ja wirklich schon. Wir sind eingekesselt. Und das war euch nicht klar, bevor wir in diese Schüssel gestiegen sind? Hey, Alchemist. Das war zu spät. Ja.
Der schlägt ja merkwürdig. Ratschläge, Elika! Möglichkeit, den Ort zu heilen und zu verschwinden, bevor wir herausfinden, was der Kerl vorhat. Heil das blödige wäre so wieder auch geheilt. Das wird sich doch jetzt nicht plötzlich mit Wasser füllen, oder? Die Mechanik ist antik. Sehr unwahrscheinlich, dass die funktioniert. Gut, das war kein Nein. Und ich bin nicht so weit gekommen, um in der Wüste zu ertrinken. Hauen wir ab. Hm. Wie nett die doch zusammen unter sind. Und schnell weitergehen. Wir wollen möglichst keine Zeit verlieren. Gute muss hier hin, aber das ist ein bisschen... Naja. Ach, das war das Teil da. So, und jetzt tot durch. Wieder rüber. So. Ein schnell, bevor das da schlüpfen will. Noch einer von der Liste gesch... dich beeilen müssen. Ich darf nicht glauben. Gut, und jetzt? Zack. Hallo!
Jemand zu Hause? Vielleicht. Glaubt ihr, es ist klug, sie auf uns aufmerksam zu machen? Jo. Diese Typen waren vielleicht dumm genug, ihre Seelen zu verkaufen, aber selbst die haben begriffen, was wir planen. Da ist die Kraftplatte. Dort. Dachte ich mir, dass es diese Kraftplatte hier ist. So, was machen wir jetzt noch schnell? Wenn ein bisschen unangenehm wäre. Seht, fast als hätte er gewusst, dass wir kommen. Als ob unsere Bestimmung verbunden wäre. What the holy hell? Oh, das haben wir uns falsch. Irgendwie verfolgt der mich gerade. Die Minus mit zu merkwürdiger Attacke. Habt Geduld! Was war das gerade? Ignoranz wird nicht rein. Das ist zu spät. Genug davon. Unmächtig. So, ja. Bekämpft es nicht. Heißt die Lehre willkommen. Die Dunkelheit ist in euch. Ich kann sie nicht vertreiben, nur aufhalten. Oh, super. Nach all dem ende ich nun doch in Arimans verdammtem Verein. Nur Ariman selbst kann Verdammte erschaffen. Dann sterbe ich also bloß. Das fruchtbare Gebiet. Die Heilung wird das Dunkel vertreiben, wenn ich es nur lange genug aufhalten kann. Beeilen wir uns. Ja, das machen wir schon schnell. Warten wir nur, bis ich sterbe, oder unternehmen wir etwas? Warten. Keine Ahnung, wo ich hier hingehe. Sieht nur noch ein Weg aus, also denke ich mal, ist richtig. Versorgt, das sollte gar nicht klar machen. Das war's. So, das sind wir mal hier hoch. Bereit weiterzugehen? Könnten wir nicht hier bleiben? Tolle Aussicht. Ja, ihr seid bereit. Elika! Das war ein bisschen falsch. Was ich irgendwie festgestellt habe. Ich
Ich gebiebe mich immer so möglichst schnell raus, das ist nicht normal. Ich habe mich noch nie umgebracht, aber trotzdem will ich so schnell weggeht haben. Was ist das? Je höher gehen soll, viel höher. Ich habe zu große Panik in dieses Scheißgebiet. So. Panzlock nach oben gehen. Du bist auch sehr nicht, wo ich hingehen sollte. Springt! Das ist ein bisschen merkwürdig, das Teil von hier. Muss ich schon sagen. Und hier gehen wir auch gut. Ja. Bisschen verseucht rumlaufen ist doch nicht schlimm. So ist gut. Der ist ein bisschen zu nah an der Wand gewesen. Nur so ein kleines bisschen. Ne? Wir sind von der Wand weg. Und hier oben, zieht es aus, also wieder eine Platte kommt. Das heißt, wir haben hier wieder ein Safe gibt, wo abstürzen. Ja. Nicht viel weiter. Dann sehen wir, ob die Heilung funktioniert. Sie wird funktionieren, oder? Hoffentlich. Sonst kriegst du Superkräfte. Aha. Auch jetzt nur stehen. Das ist weg. Zumindest bei der Kamera. Schätze mal, es hat funktioniert. Klappt. Die Dunkelheit ist fort. Warum höre ich die Erleichterung in eurer Stimme? Ich habe gedacht, dass es sicher wäre. Können wir doch das Schicksal verändern? Das dritte schwarze Tor hat sich geöffnet. Jetzt können wir noch einen Verdammten vertreiben. Dann auf zum Tor, los! Geht doch gleich. Haben die noch was zu sagen? Sieht nicht so danach aus. Gut, und dann sage ich hier bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.